Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, ich melde mich aus dem Exil. Ich bin ja im Exil und hier habe ich natürlich wahnsinnig viel Zeit, durch Instagram zu scrollen. Richtig viel Zeit, aber mal so richtig viel Zeit. Und deswegen möchte ich euch eine kleine Werbung zeigen. Passt auf, diese hier. Ich habe einen sehr coolen, tragbaren Projektor für nur 3 € gefunden. Es ist eine Sonderaktion, deshalb ist der Preis so niedrig. Meine Lieblingsfilme und Spiele von PlayStation und Nintendo sind bereits auf dem Gerät gespeichert. Du kannst ihn sogar mit deinem Handy verbinden oder online mit Freunden spielen. Und der Akku hält bis zu 8 Stunden. Folge dem Link und du bekommst kostenlosen Versand. Das Angebot ist nur heute gültig, also beeil dich. Ich habe einen sehr coolen... So. Dazu gibt es natürlich eine passende Webseite, ist klar, und zwar die hier. Und hier sieht man schon, dass man dieses tolle Gerät für 3 € kaufen kann. Jetzt kaufen für 3 €. So. Und ich sage ja immer wieder das Gleiche. Ich sage ja immer und immer wieder das Gleiche. Wer das glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Denn erstens ist das hier ein Scam-Job. Shop, Job, Scam, Shop. Da gibt es weder eine Adresse, noch eine Telefonnummer, noch irgendeine Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu treten. Auch dieses Trustpilot hier, meist verkauft, das ist alles totaler Quatsch. Es gibt hier kein Trustpilot. Der kostet angeblich 28 Euro und jetzt kriegst du ihn für 3. Das ist vollkommener Hirnschiss. Und hier steht Visa, Mastercard, Amex, Pay, GPay, PayPal. Alles Quatsch, die wollen eure E-Mail, die wollen na, wie heißt das blöde Ding? Eure Kreditkarte, damit sie diese 3 Euro sofort abziehen können. Die Frage ist, was bekommt ihr dann? Nichts. Ihr bekommt nichts. Denn ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass dieses Ding, wo unten hier ist hier sogar der, hier steht sogar irgendwo der Name drauf, hier. Hey Up heißt das Ding. Und das war ein Kickstarter-Projekt. Das war ein Kickstarter-Projekt und nennt sich HeyUp Box. Und der kostet hier auf dieser Webseite 249 Dollar. Und das hier ist der Kickstarter. Ja, hier hat man Geld spenden können. 218 Unterstützer trugen 300 HK. Das ist jetzt nicht so viel. 300 HK und selbst wenn man ihn hier ordert, hier, wenn ich ihn hier ordere, selbst hier kostet der 200 Dollar. Ihr glaubt doch dann nicht allen Ernstes, dass ihr den für 3 Euro kriegt. So, das nächste Jahr ist er dann wieder. Wo ist denn diese Webseite hier? Und auch diese Videos hier sind natürlich alle geklaut. Ja, die sind aus dem Kickstarter-Projekt geklaut und wahrscheinlich hatte sich einen davon gekauft. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Und die ganzen Bewertungen hier mit 4 Sternen, das ist natürlich alles Käse, das ist alles totaler Quatsch. Und hier steht nirgendwo, brauchst du Hilfe. Zahlungsarten kommt man dann auf, ja, kommt man sofort hin, dass ihr das Ding kaufen wollt. Hier 3 Euro, Mini-Projektor. Heutige Abbuchung 3 Euro. Ihr gebt dann hier eure Adresse ein und dann kommt ihr sofort auf eure Kreditkarte. Die anderen hier angegebenen werden gar nicht mehr, jetzt kommt ihr hier auch nicht mehr weg, doch jetzt, werden hier auch gar nicht mehr angezeigt. Weil hier oben steht ja irgendwas von, Max Vision, habe ich doch gar nicht geguckt, was Max Vision ist. Ach ja, übrigens hier, ne, ist klar, ne? Die ist in den Niederlanden gehostet, die Webseite, und jetzt haltet euch fest. Seit dem 11.09.2023. Das ist also eine ganz neue Webseite und natürlich Domain geschützt. Ja, natürlich Domain geschützt. Also ihr werdet es nicht erfahren, von wem diese Webseite ist. Ja, werdet ihr nicht erfahren. So, weil mit Privacy geschützt. Das heißt, ihr hättet auch, selbst wenn ihr euch wegen 3 Euro, die spekulieren ja drauf, dass ihr wegen 3 Euro keinen Affen macht. Da wird eure Kreditkarte mit belastet mit 3 Euro. Und da denkt sich jeder, okay, Lehrgeld bezahlt, scheiß drauf. Lass ich halt die 3 Euro 3 Euro sein. Darauf spekulieren die ja.
Darauf spekulieren die. Übrigens, das Ding wird in China schon nachgebaut, nämlich hier. Da kostet es aber 260 Dollar, Euro. Das wird hier schon nachgebaut und heißt hier auch ganz anders. Hier heißt es Xming Q1 SE. Den gibt es hier auch nochmal. Hier wird er quasi beschrieben. Und hier kann man auch nochmal kaufen für 120 Euro. Und hier kann man sogar mit Klarna kaufen. Da bin ich jetzt fast so weit, weil über Klarna ist das eine sichere Sache. Also wenn man das wirklich über Klarna kaufen kann, dann ist das wirklich eine sichere Sache. Weil dann bekommt man das Ding auch. Ich bin fast gewillt, mir das anzugucken. Weil das ist ja ein Nachbau von dem hier. Ja, das ist ein Nachbau von dem hier. Ja, da bin ich fast gewillt, mir das anzugucken. Kommt da was? Jetzt. Ja, das ist von dem hier ein Nachbau. Aber für 120 Euro könnte man sich das fast mal überlegen, ne? Ob man sich das Ding nicht mal anguckt. Was meint ihr? Ich setze euch mal einen Spendenbutton hin. Wenn jeder Euro spendet, kann ich mir das Ding vielleicht sogar leisten. Liegt also an euch, ob ich das Teil teste oder nicht. Wer bis jetzt geguckt hat, kommt gleich einen Spendenbutton. Dass ich mir das hier bestellen kann. Und dann mal angucken, ob das genau die gleichen Referenzen. Übrigens, ja, in dem Video war ja gestanden, irgendwelche Nintendo-Sachen sind da festgespeichert. Das ist natürlich alles totaler Käse. Da ist überhaupt nichts von Nintendo gespeichert, ja. 0,0. Ja, fallt nicht auf so einen Mist hier rein. Hier Bedingungen für Dienstleistungen. Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter, das hätte er wohl gern. Dann steht da noch irgendwas, was kein Mensch lesen kann. Ja. Also das Teil hier, habe ich sogar gesehen, für 500 Dollar, ist ein Kickstarter-Projekt. Und das kriegt ihr nicht für 3 Euro. Diese Webseite will einfach nur eure 3 Euro haben. Oder von mir aus 3 Dollar. Ja. Und ihr werdet nichts bekommen. Nichts. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. Ihr werdet nichts bekommen. 0,0. So, und nochmal. Wenn ich diesen hier testen soll, für 120, habe ich unten einen Spendenbutton, dann haut mir mal ein paar Euros raus und dann werde ich mir den kaufen. Und natürlich ein Preview machen, ob der mit dem vom Kickstarter überhaupt ansatzweise vergleichbar ist. Ciao.